willkommen, meine Lieben, da sind wir wieder endlich bei Stefan schlürft Milchschaum mit, der Sendung, die alle lieben. Und ich habe einen Gast, den ich auch ganz besonders liebe, von ganzem Herzen. Es ist Mary Lou Pohlmann. Hallo Mary Lou. Hallo Stefan. Du hast dich ja besonders schick heute gemacht. Ja, war noch beim Optiker. So, wir schlürfen ein hier den Schaum. Das kann man aber noch ein bisschen mehr auf. Okay. Ich habe gehört, Mary Lou, du bist sehr gefährlich. Sehr gefährlich. Ja. Sie ist ein Virus. Und ich möchte bitte als gesunder Mensch hier aus diesem Interview. Hey, die Leute halten mich für dumm, aber die Intelligenz ist da. Aha. Sarah Kay ist der Star im Dschungel. Wir sind alle noch ein bisschen. Ich persönlich weiß auch nicht mehr, was ich abends um 22.15 Uhr jetzt machen soll. Ja. Seitdem Dschungelcamp vorbei ist. Hat natürlich um sich geschlagen, auch bei uns. Das kann man natürlich jetzt nicht unerwähnt lassen. Aber ich sage, ich habe von Anfang an gesagt, das ist die beste deutsche Sendung, die es gibt. Bullshit! Bullshit! Ich sag jetzt halt mal die Wahrheit, okay? Der Stefan war vorher bei mir zu Hause und hat gesagt, ich gucke Dschungelcamp, aber ich sage draußen, dass ich es nicht tue. Und daran war nichts inszeniert. Das war alles, das waren Stefan, echte Gefühle. Du darfst das Wort inszeniert nicht sagen. Du darfst das Wort inszeniert nicht sagen. Ah, scheiße. Du darfst das Wort inszeniert nicht sagen, okay? Hey. Ich finde, wir sollten gleich mal noch schlürfen gehen. Wir gehen gleich baden. Okay. So, wollen wir mal von diesem Thema mal wegkommen? Wir sollen mal ein bisschen auf dich zu sprechen kommen. Ja. Im Hintergrund, gleich, was sehe ich denn da? Oh, was ist das denn? Stefan, was meinst du denn? Was ist das denn? Was steht denn da hinten drauf? Ach, da rede ich gar nicht so gerne. Achso, okay, dann lassen wir das auch. Okay, man muss ja nicht über jede Emmy-Nominierung reden. Man muss nicht über jede Emmy-Nominierung reden, auch deswegen, wenn man schon ja, genau. Du hast ja jetzt ja auch deine Film-Zukunft versaut jetzt endgültig, weil du jetzt durchgehend in der Soap spielst. Ich habe, ja, genau. Viele Fans haben hoffentlich jetzt eingeschaltet, denn sie macht, da gibt ja schon ein gutes Bild ab, also vom Aussehen her erstmal. Ja, das ist noch so ein bisschen, ich glaube, die Lager sind noch ein bisschen gespalten, denn ich bin ja Anna Weigel. Drittes Kapitel, genau. Und sie hat auch schon ein bisschen zugelegt. Nein, natürlich nicht. Doch, stimmt schon, aber man hat nicht so gemeint. Und das ist das halt so, du bist auf einmal da neu eingestiegen, aber obwohl es die Rolle schon länger gibt, weil die Felix... Die gab es ja sogar schon zweimal. Ich bin ja jetzt tatsächlich die dritte Darstellerin, die da teilnehmen darf. Ich habe schon gedacht, bei alles, was zählt, wenn jetzt da die Anne Niedig, die jetzt da auch da Brandverletzung hatte, dass die auch Mary Lou Pohlmann überall. Das dachte ich, aber ja nicht. Wollen wir auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Die jetzt da alle, die das kennen und toll finden, die werden wissen, da ist jetzt nämlich genau jetzt Hochzeit angesagt. Oh ja. Ja, ich habe geheiratet. Jetzt endlich. Und da sind natürlich alle ganz glücklich. Und dann macht er diesem komischen Königsehepaar dann auch Konkurrenz. Welchen Königsehepaar? Ist ja nicht irgendwie, ich kenne mich damit nicht aus. Wegen Inzest, wir sind ja auch noch so, wir sind ja Cousin und Cousine. Das ist erlaubt. Was? Das ist erlaubt. Das kann man wirklich so gelten lassen. Irgendwie, also in der Serie wird aber auch so getan, als ob das gar nicht komisch ist. Ja, das ist sehr gefährlich. Es ist sehr gefährlich. Ja. Also sind halt auch die Weigels sind ja so... Ja, da findet man raus, dass die gefährlichsten Tiere dann doch die Homo sapiens sind. Ne? Okay. Ja, ist doch eigentlich ganz ja, schön. Ja, bitte. Ja, ich lasse es jetzt. Wir trinken noch einen schönen Schluck. Die sieht man insofern dann also täglich auf RTL um 17.30 Uhr. Mein RTL 17.30 Uhr, genau. Sieht man noch was anderes dann nochmal jetzt? Da sind Projekte, so einige Projekte in der. Genau. Und wenn das aber nicht mehr klappt, sehen ich muss Sie auch sagen, so, ich habe da einfach auch so ein bisschen meine Erfüllung jetzt gerade drin gefunden. Fernsehen. Tägliches Fernsehen. 8 Folgen pro Woche. Also, und sonst, wenn das nicht ich brauche den Kinoscheiß jetzt nicht. Genau, mehr. Sehen wir sie dann in einem Jahr oder zwei, sehen wir sie im Dschungel. Darauf freuen wir uns. Ich freue mich auch so jetzt und jetzt gehen wir baden. Mein Lieben, ich freue mich, dass du wieder dabei gewesen seid. Heute Stefan schürft mich auch mit Mary Lou Pohlmann. Danke. Zeigen. So? Hast du mein Lipstick auch? Nein. Du Arsch!